Ja, meine lieben Mystery-Freunde da draußen, in dem heutigen Beitrag geht es einmal um die sogenannten Prophezeiungen und was da noch kommt. Ja, es gibt sehr viele Berichte über bestimmte Schauungen oder Prophezeiungen aus der Bibel oder aus Schauungen von bekannten Sehern, wie zum Beispiel Alois Irlmeier, Nostradamus und einige noch mehr. Ja, ich habe mich da früher einmal sehr intensiv damit beschäftigt. Ich muss euch jetzt vorab noch erklären, dass wenn solche Prophezeiungen prophezeit werden, diese Ereignisse auch sich verändern können. Ja, oftmalig wurden schon Dinge prophezeit, die so eigentlich nicht eingetroffen sind. Ich habe auch erkannt, dass einige Prophezeiungen auch bei der Zeitangabe natürlich nicht immer passend sind. Das heißt, ich gehe davon aus, dass unser Raumkontinuum, also unser Raum und Zeit, keine Zeitangabe kennt. Da kann zum Beispiel der Monat in diesem Raum vielleicht sogar 50 Tage haben oder wiederum einmal nur 12 Tage. Also es ist sozusagen eine Zeitraumverschiebung, die wir da erleben können. Hinzu kommen dann auch die bestimmten Ereignisse, Erfahrungen, die die Menschen auch erleben oder auch sehen. Unter euch gibt es ja auch einige, die die Fähigkeit haben, Dinge vorherzusehen oder das Gefühl haben, dass zum Beispiel ein Ereignis bevorstehen könnte. Besonders Mütter haben diesen Instinkt in sich. Sie fühlen immer wieder, wenn Kinder plötzlich in Gefahr sind. Ja, das ist einfach, man sagt auch dazu, den sogenannten Mutterinstinkt. Die momentane Situation zeigt natürlich ganz etwas anderes. Ja, wir sehen Dinge, die gerade so auf der ganzen Welt passieren. Man stellt sich die Frage, warum? Ist es geplant? Möchte eine bestimmte Organisation wirklich, dass alles eskaliert? Möchte eine bestimmte Organisation vielleicht, dass die Menschen reduziert werden auf einen bestimmten Teil? Die Georgia Guidestones haben es ja schon prophezeit, die zerstört worden sind von der eigenen Bevölkerung. Aber das wäre der helle Wahnsinn. Denn stellt euch einmal vor, jemand würde den roten Knopf drücken, was dann geschehen würde. Die Welt würde in eine Art Chaos zerfallen. Ja, das wäre ein Armageddon und die Vernichtung der Großteil allen Bevölkerungen dieses Planeten. Ich gehe mehr davon aus, da die Wirtschaft ziemlich am Boden liegt und Staaten ziemlich verschuldet sind, werden Kriege geplant, um die Wirtschaft neu anzukurbeln. Ja, dies ist nur eine Meinung meinerseits her, vielleicht eine Art Verschwörungstheorie. Ja, ich gebe zu, könnte durchaus sein, also betrachte ich es als eine Art Verschwörungstheorie von meiner Seite her. Aber die Logik entspricht, dass es so sein könnte. Aber vielleicht hoffe ich dennoch darauf, dass der Vernunft des Menschen siegt und dass vielleicht nicht der Großteil, die etwas zu sagen haben, es wollen, dass die Welt in Schutt und Asche gelegt wird. Deswegen gibt es immer eine geringe Hoffnung für uns alle. Denn was wir positiv in die Welt tragen, wird auch positiv zurückgeworfen. Das heißt, momentan ist es wirklich so, dass negative Energie durchaus in der Lage ist, Unheil und Chaos zu verbreiten. Und das sollten wir so schnell wie möglichst ändern, indem wir positiv denken. Einer kann es nicht verändern, aber wir im Ganzen können es, also wenn wir zusammenhalten. Dazu spielt auch die Religion keine Frage. Es ist egal, wo wir herkommen, aus welchem Land wir stammen, welche Nationalität wir haben, welche Hautfarbe wir haben. Es spielt auch keine Rolle, an was wir glauben, denn der Glaube ist etwas Wichtiges in uns und viele haben keinen richtigen Glauben mehr an irgendetwas und der zerbricht in uns Menschen. Das wurde ebenfalls schon prophezeit. Wenn sie den Herrgott vom Wand abhängen, ja, und ins Schuhschachtel oder in einen Schrank legen, dann ist die Zeit gekommen, der Drangsal. Dann wird das Böse Einkehr finden. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es Dämonenmächte gibt in anderen Paralleluniversen, die auch eine geistliche Form haben und die dann die Möglichkeit haben, in Menschen zu inkarnieren. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie grausam so ein Mensch sein kann, wie wir das immer wieder hören oder mitbekommen. Ohne Emotionen Menschen töten, sie zerstückeln,
furchtbare Dinge geschehen lassen. Und das sollten wir vermeiden, wirklich vermeiden und zeigen, dass wir ein gemeinsamer Zusammenhalt haben, in uns wie auch gegenüber anderen. Und wenn wir als einzige Person mit anderen Menschen darüber sprechen, wie wir die Dinge sehen, dann können wir diese Art und Weise verändern. Dann ist es wie eine kleine Welle, die dann plötzlich zu einer großen Welle wird und positive Energie auf der ganzen Welt verbreiten können. Eine Hoffnung, die uns vielleicht gegeben ist, denn wir sind Mensch. Aber mittlerweile sehe ich nur den Bestienmensch, ein Tier, das inkarniert ist, das Zeichen des Tieres. Ja, das sollten wir verhindern. Und wie gesagt, es gibt immer Hoffnung. Und die meisten Schauungen haben sich immer wieder bewiesen, dass sie auch nicht zutreffen können. Ja, man sieht zwar Dinge, aber es heißt noch lange nicht, dass es so geschehen muss. Vielleicht haben viele auch eine Gabe, in anderen Dimensionen zu blicken und dort die Ereignisse zu sehen, die dort gerade stattfinden, die dort gerade passieren, die der unsrigen Welt ziemlich gleich sind. Ja, meine lieben Freunde da draußen, ich werde euch jetzt gleich einige Prophezeiungen vortragen, die zusammengefasst worden sind aus verschiedenen Prophezeiungen vom Müllhansl, vom Alois Erlmeyer, von Nostradamus und von anderen Seher und Schauungen, die sie gemacht haben. Also das Ganze wurde einfach mal zusammengestellt, und ihr wisst, ich habe mich ja früher damit sehr intensiv beschäftigt, und es gibt ja von verschiedenen Propheten oder Schauungen verschiedene unterschiedliche Sehungen. Ja. Aber meistens sind sie ziemlich immer wieder gleich. Ja. Und das sind eben einmal die kurzen Zusammenfassungen. Ich brauche da nicht einen riesen Beitrag draus zu machen. Es reicht einfach jetzt mal, die kürzeren Abschnitte zu präsentieren, wie die ganze Situation vor einem dritten Weltkrieg stattfinden könnte. Also meine lieben Freunde da draußen, seid gewissenhaft, seid vorsichtig, habt bitte keine Angst, denn ich gehe jetzt nicht davon aus, dass übermorgen oder schon in ein paar Tagen oder Wochen oder Monate es keine Menschheit mehr geben wird, dass man die Welt dann ins Chaos stürzt und dass dann Atombomben auf der ganzen Welt fallen werden. Also das ist meistens auch viel von dem Bereich von Presse, Medien, Organisationen, nenne ich sie auch, egal wie, auch Großteil Angstmacherei. Den Menschen Angst zu machen, dass er willig ist, das zu tun, was man ihnen auferlegt. Ja, und so sollten wir eigentlich in der Phase sein, dass wir positiv denken und versuchen, positiv einfach die Energie zu verbreiten. Und man sollte doch einmal versuchen, mit den Gegnern, mit denen man gerade im Konflikt steht, darüber zu reden und zu verhandeln. Und das ist der wichtigste Weg auch. Und ja, ihnen auch zu erklären, wie die wirkliche Situation aussieht. Und einfach mal gegenüber dem, den wir als Feind ansehen, einfach erklären, dass wir nichts Böses wollen. Ja. Obwohl es Menschen gibt, die böse Absichten haben. Ja. Und diese Menschen sind auf der falschen Position. Und das sollten wir Menschen von der Bevölkerung ändern, indem wir unsere Botschaft verbreiten. Ja, ich sage immer wieder, sich mit anderen Leuten einfach zu unterhalten. Das ist sehr wichtig, einfach mal auch erklären, dass man nicht den Hass schürt, sondern einfach mal in eine gewisse positive Seite mal denkt, ja, weil ich erlebe es immer wieder, dass man dann über diese Art Kultur drüber schimpft, weil sie einen anderen Glauben haben. Das ist Blödsinn. Jeder Mensch hat seinen eigenen Charakter, hat seine eigene Eigenschaft. Egal, welche Religion er angehört, welche Hautfarbe er hat und von welcher Nationalität er auch kommt. Ja, und jedes Land hat auch seine eigene Kultur. Ja, und das, wenn auch, sollten wir respektieren. Und das ist wichtig. Ne? Und es ist einfach der eine und derselbe Gott, an den wir glauben, bloß in den verschiedenen Glaubensrichtungen, hat er einfach einen anderen Namen. Nun jetzt einmal zu den sogenannten Schauungen. Und ich werde nebenbei immer ein bisschen was erklären.
Alois Irlmeier. Viele, die sich mit diesem Thema beschäftigen, kennen seine Vorhersagen. Er berichtete zum Beispiel auch, vor dem großen Krieg wird es eine dreitägige Finsternis geben, gefolgt von einem Funkenregen. Ja, was ist damit gemeint? Viele sind auch der Behauptung, dies wäre vielleicht ein Angriff aus dem Osten von den Chinesen, von den Russen oder sonst irgendwas. Aber das würde nicht ganz passen. Ein gelber Strich würde den Bereich Europas überziehen. Ja, ich gehe davon aus, dass die Ursache für solch eine dreitägige Finsternis sein könnte, ein Vulkanausbruch sein könnte. Dies wäre zum Beispiel der Vesuv, der momentan sehr aktiv ist. Könnte vielleicht eine Ursache dafür sein, wenn er plötzlich ausbrechen würde, eine dreitägige Finsternis verursachen könnte. Ja, damit heißt es ja auch in der Schauung, in dieser Zeit solltet ihr eure Häuser nicht verlassen, die Fenster abdecken, ja, und geht nicht nach draußen, denn es könnte euch der Tod erwarten. Ja, durch diesen Vulkanausbrüche kann auch natürlich sehr viel Gase entweichen, das für den Menschen natürlich gefährlich werden könnte. Und das würde sich dann so gelblich auch an, diese Wolken wären dann so Art gelblich, also nicht gesund würden die auch sehen. Und wenn man dies natürlich einatmet, dann könnt ihr euch selber gut vorstellen, was dann passieren würde, ja. Ja, und dies könnte vielleicht die Ursache sein oder die Vorhersage einer dreitägigen Finsternis. Denn bereits der Funkenregen kann man als ein Ereignis der Vorphase des Dritten Weltkrieges ansehen. Die Zerstörung New Yorks ebenfalls. Hier muss ich hinzufügen, dass dieses Ereignis noch nicht stattgefunden hat. Ja, da hat man schon spekuliert, wie New York zerstört werden soll. Angeblich durch einen Terroranschlag, aber ich vermute anderes, und zwar durch eine Art Naturkatastrophe, zum Beispiel durch ein Erdbeben. Ja, da empfehle ich auch den Kanal von LP Indy, der solche Themen immer gerne auffasst. Er berichtet dann immer von bevorstehenden Ereignissen, die gerade so sich zutragen, wie zum Beispiel wenn plötzlich ein Vulkan aktiv wird oder ein Erdbeben, dann empfehle ich auch den Kanal von LP Indy, der natürlich auch astronomische Wissenschaft betreibt und auch ab und zu mal, ja, immer wieder auf seinem Kanal interessante Themen vorbereitet, wenn es um neue Entdeckungen von Sternen oder Planetensystemen geht. Ja, schauen wir weiter. Auch wird der zweite Nahostkonflikt ein mögliches Zeichen dafür sein, dass der Dritte Weltkrieg schon unmittelbar bevorsteht. Bei diesem Konflikt, der sich im arabischen, auch saudi-arabischen Raum abspielen wird, werden noch keine Kernwaffen eingesetzt werden. Hier muss ich zitieren, dass seit Menschengedenken eigentlich schon im Nahen Osten immer wieder Konflikte entstanden sind. Besonders wieder Auseinanderschreitungen, Kriege und so weiter. Also es ist in dem Fall nichts Neues. Deswegen werden auch bestimmte Schauungen auch auf diesen Bereich bezogen. Das heißt noch lange nicht, dass wir jetzt kurz vor einem dritten Weltkrieg stehen würden. Aber man sollte immer die Augen offen halten. Es wird zu schweren kriegerischen Auseinandersetzungen kommen, bei denen die Amerikaner in das Ölgebiet von Saudi-Arabien einfallen. Gut, die Saudis sind eigentlich mehr oder weniger Verbündete von den Amerikanern, aber wenn man sich jetzt den Konflikt mal näher betrachtet, könnte das durchaus passieren, dass sich die Saudis von den Amerikanern abspalten. Ja? Und das könnte durchaus dann zu einem Konflikt führen, ja, wie quasi zu einem politischen Ereignis führen, dass die Amerikaner dann doch plötzlich, wenn es überall knallt, kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, dass dann doch die Amerikaner auch mal in Saudi-Arabien einfallen könnten, was ich jetzt nicht befürchten werde, denn die saudische Armee hat doch eine sehr starke Armee. Zum Unterschied vom Krieg gegen den Irak werden sie hier jedoch den Kürzeren ziehen. Die östlichen Verbände werden siegen. Ja, gut. Wie gesagt, militärisch sind sie nicht schwach, die Saudis, also der bestimmte Osten. Das sind Ereignisse, die erst vielleicht noch bevorstehen könnten. Aber wie gesagt, jede Schauung oder Prophezeiung können abweichen von dem, was prophezeit worden ist. Das heißt, wir Menschen haben die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Nicht an Einzelnen, aber durch die Mehrheit. Das heißt, wenn wir versuchen, mit den Menschen zu reden,
ihnen erklären, was passieren könnte, wenn wir schlecht sind, wenn wir dies und jenes tun. Deswegen ist es immer wichtig, eine positive Energie in unserer Welt zu strahlen. Nicht einfach, aber es sollte machbar sein. Man muss sich denken, es soll funktionieren wie eine kleine Welle, die dann zu einer großen Welle entstehen kann, indem wir mit einzelnen Personen reden oder zumindest mal ganz gelassen sich über dieses Thema unterhalten. Das reicht schon aus, um vielleicht die Dinge anders anzugehen und darüber nachzudenken. Und das ist, finde ich, sehr wichtig, dass wir mehr die positive Seite finden als die negative. Und die negative Einwirkung einer negativen Fraktion sollten wir definitiv nicht zulassen. Das geht auf keinen Fall. Denn dann würde der Mensch doch eines Tages dem Schicksal entgegentreten müssen. Und das wäre das Armageddon für uns alle. Aber ich denke mal, die Vernunft siegt dennoch am Schluss. Das hoffe ich immer wieder. Eine gewisse Hoffnung sollte man immer haben. Deswegen ist es wichtig, positive Energie auszustrahlen, anstatt negative Energie zu verbreiten. Noch vor Ausbruch des großen Krieges bei uns wird es auch im Osten Afrikas Kriege geben, von Nord bis Süd. Das genaue Schicksal Südafrikas ist uns nicht in allen Details bekannt. Vor einer etwaigen Auswanderung in dieses Land müssen wir aber dringendst abraten. Nur der Westen des Kontinents bleibt relativ verschont. Kurz vor dem Krieg wird in ganz Europa die Macht fest in der Hand der radikalen Linken stehen. Der Bolschewismus und Kommunismus erlebten ihre Renaissance. Das Christentum und die Kirche sowie ihre Repräsentanten werden einer zunehmenden Verfolgung durch die linksextremen Machthabern ausgesetzt, besonders in einigen romanischen Ländern, Italien und Frankreich. Die multikulturelle Gesellschaft zeigt immer deutlich ihre multikriminelle Fratze. Die Großstädte werden fast lebensgefährlich werden. Überfälle, Raub, Mord, Drogen, Vergewaltigungen sind an der Tagesordnung. In Frankreich, England und Italien wird es Bürgerkrieg geben. Bürgerkriegsähnliche Zustände aber auch in Deutschland und teilweise auch im Norden Europas. Böhmen bleibt verhältnismäßig ruhig. Die Energiekrise erreicht vor dem Krieg den Höhepunkt. Praktisch unmittelbar vor dem Krieg werden innerhalb kurzer Zeit Millionen Fremde aus dem Osten und Südosten unsere Länder überfluten. Das Chaos in Europa beginnt ungefähr gleichzeitig, auch kurz nachdem sich die Amerikaner militärisch großteils aus Westeuropa zurückgezogen haben. Auch im Dritten Weltkrieg selbst wird auf die Amerikaner überhaupt kein Verlass sein, nur auf die Chinesen. Die Moral, die Beziehung der Menschen zur Heimat und auch der Wehrwille werden großteils zersetzt und zerstört werden. Das bezahlt auch Westeuropa in weiteren Folgen mit einem schweren Krieg auf eigenem Boden. In Russland wird wieder ein autoritäres linkes Regime an die Macht gelangen, wird aber Westeuropa gegenüber stets seinen Friedenswillen beteuern. Und viele Westeuropäer werden dies auch glauben. Ja, meine lieben Freunde, ihr seht also, dass einige Schauungen mittlerweile schon eingetroffen sind. Aber da gibt es Schauungen, die definitiv noch ausstehend sind. Also würde das bedeuten, dass wir zum Glück noch nicht vor einem dritten Weltkrieg stehen. Auch wenn die Situation, die wir gerade erleben, eigentlich ganz anders aussieht. Ja, meine lieben Mystery-Freunde da draußen. Es ist nun wichtig, dass man jetzt plötzlich nicht in eine Art Panik verfällt. Wie ich schon am Anfang des Videos erklärt habe, können sich diese Dinge auch verändern. Das heißt nicht, dass immer nur 1:1 solche Schauungen wirklich eintreffen können. Wir Menschen haben die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Nicht im Einzelnen, aber im Ganzen. Also wenn wir eine Gruppe sind zum Beispiel. Oder das, was wir wissen, einem anderen Menschen mitteilen. Es entsteht dann sozusagen, wie ich schon am Anfang euch erklärt habe, eine Art, eine Welle, die sich dann langsam zu einer großen Welle ausbreitet. Und Hoffnung gibt es immer wieder. Ja, und man sollte wirklich achtsam sein, was man so sieht und so hört. Und man sollte die Dinge immer hinterfragen. Denn meistens werden wir oder immer gerne oder des Öfteren belogen. Und da sollte man schon ein bisschen seinen eigenen Verstand einschalten können.
Und ja, hoffen wir auf das Gute, dass nicht alles so schlecht ausfällt, wie wir es gerade erleben. Und dass der Vernunft des Menschen vielleicht doch eines Tages vielleicht doch darauf aus ist, den Frieden aufrechtzuerhalten. Aber bisher sieht das nicht danach aus. Ja, meine lieben Freunde da draußen, wenn ihr vielleicht eigene Erfahrungen schon gemacht habt mit Schauungen, dann könnt ihr dies gerne auch in die Kommentarfunktion erwähnen. Ihr könnt ja gerne auch dabei anonym bleiben. Oder ihr schickt mir ganz einfach eine E-Mail-Adresse an realmysterydom@gmail.com. Genauso, wenn ihr auch irgendwelche erlebte Geschichten schon einmal im paranormalen Bereich erlebt habt, dann könnt ihr gerne auch diese Geschichten mir anvertrauen, wie gesagt, über E-Mail. Ja, schreibt bitte hinzu, ob ich diese Geschichte dann auch für die Öffentlichkeit verwenden darf oder auch nicht. Ja, ich würde sagen, somit sind wir wieder am Schluss angekommen und haltet da draußen die Ohren steif. Man muss immer positiv in die Zukunft sehen, auch wenn es nicht immer einfach ist. Okay, bis zum nächsten Mal. Viertank.